Können wir das mit der Lautstärke auch noch regeln. Herzlich willkommen bei Seibert Media. Mein Name ist Martin Seibert. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich sehe auch einige bekannte Gesichter, also offensichtlich ein sehr spannendes Thema. Wir wollen uns heute über mobile Endgeräte und Apps und alle möglichen Mobile-Themen und vielleicht auch regionale Auswirkungen unterhalten, haben den Professor Dr. Bremdorf. Da kann ich vielleicht mal ganz kurz um einen Applaus bitten. Sie sind sozusagen mit Abstand unser hochrangigster Tech-Talk-Teilnehmer. Und ich will jetzt nicht die anderen abwerten, aber das ist so, die Alina kann mir helfen. Das ist jetzt unsere fünfte Veranstaltung oder sechste? Die siebte Veranstaltung, Entschuldigung bitte. Und das wurde so geboren aus dem Wunsch, wir müssen sozusagen mehr Technologie und mehr Verständnis in die Region bringen und den Leuten mal die Möglichkeit geben, was war das erste? Spanning Tree Protocol. Und das zweite war dann, wie funktioniert das Internet? Wo man denkt, so, ja, einfache Frage und so, kann jeder irgendwie ein bisschen was zu erzählen. Aber da ging es so um Netzwerk und böse Innereien. Und ich glaube, so die ersten Veranstaltungen hatten irgendwie vier Teilnehmer, von denen drei von uns waren und zwei aus dem Marketing, die aber nicht ganz zählten. Insofern sind wir hier richtig gut besucht. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und hierher kommen. Vielleicht ganz kurz organisatorisch. Wir streamen das live. Und ich habe irgendwann mal von jemandem gehört, der das so professionell macht, so Livestreaming. Also der Peter macht es natürlich auch professionell, aber der muss auch noch für uns arbeiten. Sozusagen ein Drittel der Zuschauer, die in den Raum kommen, guckt online. Das ist eine feste Regel. Deshalb hoffe ich, dass noch ein paar reinkommen, dann kriegen wir ein paar mehr Online-Zuschauer auch noch. Wenn Sie nicht im Internet erscheinen wollen, dann ist das für Sie eine schlechte Nachricht, weil das nicht geht. Die anderen, da ist die Kamera, können sich dann sozusagen einfach weiter nach hinten setzen und wir nehmen auch jetzt keine, also es geht eigentlich hauptsächlich um den Vortrag und die Inhalte. Also herzlich willkommen im Internet auch. Wenn es Fragen gibt, wollen wir damit umgehen? Wollen sie unterbrochen werden? Sollen die Leute das auf den Zettel schreiben? Also Sie können mich gerne unterbrechen. Wir können auch dann am Ende noch eine größere Fragerunde machen. Also ich denke, wenn es jemandem ganz wichtig ist, zwischenzufragen, kann er das auch machen, muss das nicht bis da hinten anstellen. Gut. Und dass es um Handys geht, machen Sie doch gerade mal aus oder wie auch immer. Ein guter Hinweis, ja. Ja. Achso, das war jetzt gar keine persönliche Nachricht. Aber Tech Talk and Beer heißt die Veranstaltung. Wir haben auch Bier, warm und kalt. Wenn Sie während des Vortrags sich da bedienen wollen, dann tun Sie das bitte nur, wenn Sie dabei leise sein können. Ansonsten haben wir danach auch noch genug Möglichkeiten, miteinander zu sprechen und zu trinken. Und without further ado, Herr Professor Bünd, vielen Dank. Ich freue mich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich finde das ganz toll, dass so viele heute zu uns gefunden haben, zu der Veranstaltung hier, weil es gibt ja doch gute Alternativen, wenn man so rausguckt. Das Wetter lockt, also dass Sie jetzt Ihren Freitag mit mir verbringen, hat mich fast überrascht, weil ich gedacht habe, heute mit dem Wetter, das wird vielleicht eher schwierig. Also ganz toll, dass wir hier so eine große Runde sind. Mein Thema hat was mit Technik zu tun. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Anwesenden wirklich so viel technische Details erzählen kann, die wirklich neu für Sie sind. Für mich geht es eher so ein bisschen um den Überblick im Bereich Mobile. Das ist ein Herzensthema für mich. Ich unterrichte bei uns an der Hochschule Rhein-Main inzwischen seit 10 Jahren, also bin seit über 10 Jahren inzwischen Professor für das Thema Telekommunikation und mobile Medien und habe da also alle Phasen durchgemacht. 2006, als ich an die Hochschule gekommen bin, habe ich meine Studenten gefragt, das waren damals ungefähr 60, wer kann sich denn vorstellen, dass er mal mit seinem mobilen Endgerät, damals hieß es ja noch Mobiltelefon, ins Internet geht und dass man das wirklich braucht. Und da waren es ungefähr 3 von 60, die sich das vorstellen konnten. Und heute hat sich das total umgekehrt und es gibt da ganz viele Aspekte, die ich ganz gerne beleuchten möchte. Und das ist so ein bisschen der Galopp von ein paar einführenden Themen hin auch vielleicht zu ein bisschen technischeren Themen und dann auch ein bisschen der lokale Bezug, beziehungsweise ich würde auch ganz gerne, wenn da noch Zeit bleibt, ein bisschen erzählen, was wir hier an der Hochschule machen. Und ich glaube, insgesamt passiert in Wiesbaden durch diese vitale Agenturszene eigentlich ganz, ganz viel. Und deswegen freut es mich, dass da inzwischen auch solche Veranstaltungen wie heute stattfinden, bei denen sich das auch zeigt. Gut, ich habe ja meinen Vortrag so ein bisschen
betitelt mit der Fragestellung, wohin geht eigentlich die Reise bei dem Thema Mobile? Und man muss dazu sagen, in meiner Wahrnehmung, das sind jetzt, wie gesagt, schon inzwischen mehr als 10 Jahre. Ich habe angefangen, 1996 mich mit dem Thema Mobile, da war es noch Mobilfunk, zu befassen. Und ich sage mal, abgesehen von diesen ganzen Netzbetreiber- und Telefoniethemen, muss man sagen, es ist immer noch so ein bisschen ein Rest- oder ein residuales Thema. Also es wird immer noch so ein bisschen gesagt, naja, wenn ein bisschen Geld übrig bleibt, dann macht auch mal ein bisschen was mit Mobile. So richtig Geld ist in vielen Fällen da nicht dahinter. Und mein Anliegen ist es, auch ein bisschen zu zeigen, dass es vielleicht ein Thema ist, dass man sich eben wirklich auch ausführlicher annehmen muss. Man muss auch die Verantwortlichkeiten vielleicht im Unternehmen klären, wer jetzt sich mit Mobile befasst. Und es ist eben kein Thema, wo man einfach sagen kann, wenn ein bisschen Geld übrig ist, dann investieren wir das in diesen Kanal. Ich glaube, es gibt so ein paar Folien, die haben Sie alle schon mal gesehen. Ich glaube, die Frage erübrigt sich fast, wissen Sie, was das ist? Das ist der Petersplatz bei der Verkündigung der Papstwahl. Und da sieht man eben 2005 und 2013, da kann man sich natürlich drüber streiten, ob das nicht einfach eben eine gute Auswahl ist sozusagen. Aber man sieht eben, was da passiert ist. Und die Frage ist, ist das wirklich das richtige Bild? Also ist Mobile inzwischen überall angekommen? Und wenn man sich mal Zahlen anguckt, ich habe hier mal was rausgegriffen, was die Anzahl, jetzt nicht die SIM-Karten und auch nicht jetzt die Penetrationsrate in Prozent, das sind hier eben die Anzahl in Millionen, die hier gezeigt werden, eben von 2009 bis 2016, sodass wir in 2016 ungefähr 60% der Bevölkerung mit eben Smartphones, also mit diesen kleinen Minicomputer, die Sie alle kennen, erreicht haben. Ich glaube, das ist eine Situation, in der man jetzt wirklich vom Massenmarkt sprechen kann, als ich angefangen habe. Und das kommt mir gar nicht so lange vor. 2006 hatte ich ja gesagt, da war das wirklich noch eher ein Nischenmarkt. Und da hat man sich immer überlegt, was kann man eigentlich machen, damit man hohes Datenvolumen vermeidet und hohe Kosten vermeidet und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man mal ins Jahr 2017 schaut, das sind immer unterschiedliche Zählweisen, aber der Bitkom hat jetzt gerade Anfang 2017 gesagt, das sind jetzt irgendwie 54 Millionen und man hat jetzt fast 78% erreicht. Das heißt, wenn man das mal versucht zu relativieren, das entspricht ziemlich genau diese 60% der Bevölkerung, Gruppe zwischen 20 und 64. Das heißt, so eine volle Penetrationsrate von 100% wird man wahrscheinlich nicht erreichen. Es gibt immer noch ein paar Kinder und ein paar ältere Menschen, die vielleicht kein Smartphone brauchen. Das heißt, wir haben schon doch eine relativ breite Marktabdeckung erreicht. Und was ganz interessant ist, wenn man mal in beispielsweise den Website-Traffic reinschaut, dann sieht man auch, inzwischen ist es eben so, dass hier tatsächlich starkes Wachstum in der Webnutzung eben vom Smartphone ausgeht und dass inzwischen das Desktop eben eigentlich an Nutzungsanteilen verliert. Es gibt da auch sozusagen andere Grafiken, die mal ein bisschen die Anteile ausweisen und da hat man so eine Schere und in vielen Ländern, gerade in den Schwellenländern, ist diese Schere schon zugegangen. Das heißt, wenn man mal in asiatische Länder schaut, da ist es so, da gibt es inzwischen auch mehr Nutzung vom Smartphone aus auf das Web als eben von den klassischen Desktop-Geräten, was eben auch damit zu tun hat, dass in den Ländern teilweise diese Desktop-Nutzung noch nie richtig stattgefunden hat. Das heißt, die sind eben direkt, die erste Anwendungserfahrung mit Internet und Web hat eben stattgefunden über das Smartphone. Also glaube ich auch eine ganz wichtige Entwicklung, die man sehen muss. Das heißt, immer mehr Traffic geht eben auf die mobilen Endgeräte auf die Smartphones. Das heißt, der Desktop, der wird nicht verschwinden, aber es wird vielleicht auf die lange Sicht dann doch stärker etwas sein, was man so in Bereichen der Arbeitsplätze nutzt. Aber viele Privatnutzer werden vollkommen ausreichend dann technisch versorgt sein mit einem Tablet oder mit einem Smartphone. Das heißt, diese großen Kästen, die man häufig zu Hause stehen hatte, eben auch im Bereich der Consumer-Segmente, die werden, denke ich, in großen Teilen auch verschwinden, wenn es jetzt nicht die Powergamer sind und andere Anwendungsbereiche, die jetzt halt eben eine wirklich große Rechnerleistung abfordern. Was man hier nicht vergessen darf, ist aber, dass trotzdem auch nicht nur eben so ein Shift von Desktop zu Mobile stattfindet, sondern dass man auch eine stärkere Ausdifferenzierung inzwischen sieht, wenn man so das Tagesverhalten, Nutzungsverhalten von den Usern betrachtet. Das heißt, hier ist mal von Comscore eine Abbildung gezeigt, wo man ganz gut sieht, dass eben da so unterschiedliche Peak-Phasen sind. Das heißt, hier morgens ist es halt eher das Smartphone, dann kommt irgendwann der Desktop-PC zum Tragen. Das ist eben klassischerweise, wenn die meisten Leute eben zum Arbeiten an ihrem Arbeitsplatz sitzen und dort eben einen Desktop zur Verfügung haben. Und am Abend, so dieses klassische Couch-Surfen, das ist dann das Tablet.
Also Tablet kann man ja auch sich darüber streiten, ob das wirklich ein Mobile-Device ist, weil es eben sehr stark in diesen stationären Nutzungssituationen wie eben zur Primetime auf der Couch Verwendung findet. Das ist also eine ganz spannende Geschichte. Und was auch ganz spannend ist, dass wir ja so einen App-Hype hatten vor einigen Jahren. Das heißt, da war von meiner Seite immer das Gefühl da gewesen, wenn ein Unternehmen eine App gelauncht hat, dann war das sehr stark so dieser Image-Effekt. Auch wir haben jetzt auch eine App. Das heißt, man hatte oftmals das Gefühl, es war gar nicht der Kundennutzen im Vordergrund, sondern es war so ein bisschen die Fragestellung oder der Treiber, dass vielleicht der Geschäftsführer A den Geschäftsführer B irgendwo getroffen hat und dann hat er gesagt, guck mal, wir haben jetzt auch eine App. Und dann hat er seinen IT-Verantwortlichen angetriggert und hat gesagt, wieso haben die eine App, wieso haben wir keine? Und dann wurde eben auch eine App gebaut. Aber dann war das jetzt nicht wirklich im Kern die Fragestellung, die das getrieben hat, was machen wir denn eigentlich mit der App, was können wir besser mit einer App, was wir mit einem klassischen Web oder Mobile Web nicht können, sondern da war es sehr stark, man mochte eben auch mit einer App im App Store vorhanden sein. Was man aber sieht, ist, dass auch diese App-Installationsraten inzwischen doch rückläufig sind. Das heißt, wie in vielen Bereichen war das natürlich sehr stark anfänglich getrieben von diesem Ausprobieren. Und das kennen Sie ja vielleicht, wenn Sie einer älteren Generation angehören, dann war es bei mir auch so gewesen, ich habe mir meine ersten PCs alle selber zusammengebaut und dann musste es immer der neueste Prozessor sein und es musste immer mehr Speicher sein und so weiter und so fort. Irgendwann hat sich das so ein bisschen abgeschliffen, das heißt, man hat das Gefühl gehabt, naja, der Rechner, den man konfiguriert kauft, tut es auch. Und jetzt ist so die neue Prozessorgeneration gar nicht mehr der Treiber, um unbedingt den neuesten Rechner kaufen zu müssen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Effekt hier, dass man sieht, dass mit der Fülle von Apps, die wir in den App-Stores sehen und auch mit so einem gewissen Effekt, dass inzwischen nicht mehr so diese Early Adopter und Innovators sozusagen im Markt sind, die alles ausprobieren wollen, sondern dass jetzt ein bisschen stärker Massenmarktgeschäft wird, dass sich viele auch einfach fragen, was bringt mir das? Also brauche ich wirklich die App? Das heißt nur, dass man eine App hat, reicht eben nicht mehr aus in der schieren Masse der Apps, dass das Ganze auch wirklich erfolgreich wird. Hier ist nochmal eine andere Grafik, da sieht man tatsächlich auch, dass hier beschrieben Downloading more than one app in a month, dass das sozusagen auch deutlich kleinere Fallzahlen sind, als man das vielleicht so vermutet. Also hier der schwarze Bereich, diejenigen, die eben tatsächlich mindestens eine App im Monat runtergeladen haben, in Deutschland nur bei 18%, auch eben hier eine Untersuchung von ComScore aus 2016. Auch da, jetzt müsste ich gerade mal mein Netzteil holen, weil ich glaube, das haben wir jetzt nicht berücksichtigt, dass ich sonst aus dem Strom rauslaufe, wenn da gerade mal jemand gucken könnte. Das heißt, wenn wir hier das so ein bisschen zusammenfassen, geht das? Sonst gucke ich gerade mal selber vor sich. Ich glaube, ich habe so viel Kabel da drin. Sorry, das ist halt echt live. So, wenn Sie mir es vielleicht einstöpseln konnten von der... So, das heißt, wir müssen, glaube ich, auch so ein bisschen sehen, dass momentan eine Transformation stattfindet, eben von diesen einfach mal ausprobieren, Piloten und eben auch mit einer App sozusagen am Markt sein, hin zu einer stärker wirklich nutzengetriebenen Entwicklung von Apps. Das heißt, schon drin. Das heißt, der Kundennutzen etc. ist viel stärker jetzt zu beachten, als das vielleicht noch in einer Situation der Fall gewesen ist, als der App Store mit 400-500 Apps gestartet ist. Da war das natürlich noch eine echte Message sozusagen, eine App zu haben. Jetzt bei mehreren Millionen Apps sozusagen in der Summe der App Stores ist das vielleicht gar kein Argument mehr. Das heißt, man geht vielleicht eher unter und wird gar nicht gefunden, weil beispielsweise die Suchmöglichkeiten in App Stores ja deutlich schlechter sind, als wir das von der Websuche her kennen. So, und dann kommen wir auch schon dazu, was ist denn eigentlich eine App? Auch darüber muss man wohl nachdenken. Das heißt, wenn Sie technisch sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, werden Sie wissen, dass eine App nicht unbedingt immer technisch das Gleiche ist. Ich beschreibe das meinen Studenten immer so ein bisschen wie, wenn man einen Diamanten hat, dann kann so ein Diamant rein stofflich vielleicht das Gleiche sein und fühlt sich in beiden Situationen, ob der jetzt synthetisch erstellt ist oder ob das entsprechend ein natürlicher Diamant ist gleich an, aber die Produktion ist eben völlig unterschiedlich. Das eine dauert lange und erfolgt eben natürlich, das andere ist eben sozusagen unter starkem Druck industriell. Und ähnlich ist es hier mit den Apps. Das heißt, wenn Sie im App Store sind, gibt es eben nicht nur die nativen Apps, die also für jedes Betriebssystem spezifisch entwickelt worden sind, sondern es gibt auch die sogenannten hybriden Apps, hybriden Ansätze, also sowas wie PhoneGap, für die es kennen.
Und da wird eben tatsächlich sowas wie Webcode programmiert. Das heißt, ich arbeite eben mit klassischen Webtechnologien wie zum Beispiel JavaScript, HTML, CSS. Und das wird dann in so eine Art Webviewer eingekapselt und dann eben auch so verpackt, dass man das über den klassischen App Store vertreiben kann, distribuieren kann. Und dann gibt es noch eine Alternative, das sind die sogenannten Web-Apps. Das ist eigentlich gar keine richtige App, sondern das läuft im Browser und das Ganze ist letztendlich eine Form der Webseite, die eben bestimmte Funktionalitäten hat, die über eine klassische Webseite hinausgehen und die sich so ein bisschen anfühlt wie eine App, aber tatsächlich eben im Browser läuft. Und was sind Vor- und Nachteile? Das ist hier mal gezeigt, fand ich ganz schön mit diesem Comic. Das eine ist halt ein sehr komplizierter Weg sozusagen, das heißt, man muss für jede Plattform gesondert entwickeln und so weiter und so fort. Man kann aber sehr umfassend sozusagen dann eben das umsetzen, was man haben möchte. Und das andere ist eben ein sehr einfacher Weg und die Idee ist eben einmal den Programmcode schreiben und dann überall sozusagen auf verschiedenen Plattformen ausspielen können. Und das funktioniert aber dann bei den hybriden Apps meistens nicht so ganz. Heißt, dass man sich auch, selbst wenn man sagt, wir reden jetzt über das Thema Apps und wir wollen eine App für unser Unternehmen entwickeln, nochmal sehr spezifisch mit den verschiedenen technischen Entwicklungsansätzen auseinandersetzen muss, weil das nicht nur bedeutet, dass diese Apps unterschiedlich performen, sondern auch die Kosten, die mit solchen Entwicklungsansätzen verbunden sind, sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also das heißt, das sind Dinge, die man vielleicht vergisst, wenn man einfach nur mal so aus der Endnutzerperspektive denkt man halt, das sind alles irgendwie Apps, aber dahinter liegen eben sehr, sehr unterschiedliche technische Konzepte. So, und ich hatte es ja schon gesagt, vielleicht hat für viele Unternehmen auch so eine mobil optimierte Webseite eigentlich Vorteile. Und wenn man so guckt, was gerade passiert, jetzt wird es ein bisschen technischer. Es gibt ein paar neue Ansätze, weiß nicht, ob Sie das mal gelesen haben. Also diese Service Worker, die Google hier propagiert, ist auch so eine Idee, dass man letztendlich bestimmte Prozesse laufen hat, die gar nicht an eine Webseite, an das Geöffnetsein an der Webseite gebunden sind, sondern die laufen sozusagen im Hintergrund. Und damit kann man auch bestimmte Funktionalitäten umsetzen, die wir bisher nur aus nativen Apps kennen. Also bestimmte, sag ich mal, Offline-Funktionalitäten oder bestimmte Zugriffe sozusagen auf Funktionalitäten im Smartphone, die man sonst eben nur nativ umsetzen kann. Das heißt, es passiert einiges. Einige Dinge, die vermuten lassen, dass vielleicht auch die Web-Applikationen immer mächtiger werden und da auch vielleicht so ein bisschen den nativen Applikationen, kommen wir aber später nochmal zu, das Wasser abgraben. Auch das Installieren der App, was viele ja noch so als Unterscheidungsmerkmal kennen, dass man sagt, naja, so eine klassische native App, hybride App, die muss man halt dann installieren, die lädt man sich runter vom App Store. Auch das ist ein Thema, da wird gerade dran gearbeitet, dass man gar nicht mehr so richtig installieren muss. Da gibt es beispielsweise für Android auch dieses Konzept Instant Apps, wo man dann auch von der klassischen Installation absieht. Das sind auch so ganz spannende Treiber, glaube ich, die man mal beobachten muss, wenn man eben das Thema Mobile in diese Richtung Web-Apps, Apps und eben auch mobile Webseiten interpretiert. So eine weitere ganz wichtige Entwicklung. Ich habe 2004 meine Promotionsschrift im Verlag, hier im Gabler Verlag, eingereicht, ist dann veröffentlicht worden und da ging es um das Thema, was macht man eigentlich mit UMTS? Also es ging um das Thema Innovationsmarketing für UMTS Mobilfunkdienste. Damals war UMTS was ganz, ganz Neues. Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass die 2000, dass da diese Versteigerung gab von den UMTS Mobilfunklizenzen mit also einem unglaublichen Erlös, der hier entrichtet worden ist für die Nutzungsrechte sozusagen an den Funkfrequenzen, an die damalige RecTP, die das veranstaltet hat. Und wenn man jetzt mal schaut, was tut sich technisch, dann kennen Sie vielleicht noch LTE. LTE ist ja so der Übergang von UMTS als Mobilfunkgeneration der dritten Generation zur vierten Generation. Und was jetzt so als nächster Schritt kommen wird, ist eben 5G, also die fünfte Generation. Und da kann man sich dann fragen, was bringt das? Irgendwie ist mir eigentlich wurscht. Aber das bedeutet eben doch, dass sich auch in der User Experience einiges ändern wird. Das haben wir ja schon gemerkt von GSM zu UMTS. Aber GSM hatte man ja mit solchen Technologien wie Edge beispielsweise 384 Kilobit in der Sekunde, so in der maximalen Rate. Und jetzt reden wir eben über zum Teil eben im Megabit-Bereich dann doch irgendwie fast zweistellige Raten. Und jetzt, wenn LTE und LTE-A kommt, dann geht es dann tatsächlich auch schon in den Gigabit-Bereich hinein. Das wird auch nochmal entscheidend. Die Möglichkeiten, die es jetzt hier gibt, mobile Anwendungen und auch eine mobile Unterstützung von bestimmten Geschäftsmodellen zu leisten, verändern. Das heißt, ganz stark wird natürlich jetzt auch dieses Thema
People and Things, also gerade das Thema Internet of Things, wird ganz wichtig sein. Das wird eben auch jetzt viel stärker dann kommen mit dem Thema 5G. Also wir werden da auch ganz neue Impulse sehen, was möglich ist jetzt eben mit den 5G-Technologien. Und das Ganze, hatte ich ja schon gesagt, wird sich insbesondere manifestieren in zwei Punkten. Nämlich einmal werden wir eben noch höhere Kapazitäten, noch höhere Datenraten sehen. Und was auch dazu gehört, sind eben hier die höhere Netzkapazität und eben auch geringere Latenzzeiten. Latenzzeiten, das ist eben die Verzögerung, die Sie merken im Verbindungsaufbau. Das ist einem vielleicht gar nicht so wichtig wie jetzt beispielsweise Bandbreite, hat aber einen ganz entscheidenden Einfluss auf User Experience, weil ich eben viel direkter sozusagen ohne eben solche Verzögerungen dann kommunizieren kann und Dinge umsetzen kann, gerade im Bereich Connected Cars und sowas. Das ist ganz wichtig, dass man eben diese entsprechenden Verzögerungszeiten nicht hat, weil da kommt es halt zum Teil eben um Verzögerungen unter eben den Sekundenbereich an. Und deswegen, wenn man mal so schaut, was da kommen wird, also momentan ist 5G in der Spezifizierung durch die ITU und man geht eben davon aus, dass so ab nach 2020, dass da eben Peak-Raten, also Zellraten von 20 Gigabit pro Sekunde, was dann real ankommen wird, irgendwann zwischen 100 und 1000 Megabit sozusagen für den einzelnen Nutzer. Und das ist schon ein entscheidender Fortschritt. Also man sieht es eben hier auch nochmal eben nicht nur an den Peak-Data-Rates sozusagen und den User-Data-Rates, sondern eben auch, dass eben gerade hier die Latency sozusagen, dass das Ganze eben auch nochmal sich deutlich verbessern wird. Ja. Also das heißt, auch die technische Basis, eben die Mobilfunknetze, verändern sich gerade sehr stark. Und jetzt entlaste ich Sie mal wieder ein bisschen von dieser ganzen Technik und gehe mal einen Schritt zurück und komme mal nach Wiesbaden. Ja. Und jetzt kann man natürlich mal gucken, was passiert denn in Wiesbaden. Und ich bleibe jetzt mal, wie gesagt, ein bisschen weniger technikorientiert. Was ist denn 2015 passiert, was vielleicht mehr Unternehmen interessieren dürfte im Bereich Mobile als jetzt diese ganzen Zukunftsvisionen wie 5G und andere Dinge. Hat irgendjemand was im Kopf, was 2015 an wichtigen Dingen passiert ist im Bereich Mobile Web von Ihnen? Ja, da gab es das sogenannte Mobilegeddon. Mobilegeddon deswegen, weil Google seinen Suchalgorithmus geändert hat. Und zwar in der Weise, dass Seiten in der mobilen Suche abgestraft werden, das heißt eben ein schlechteres Ranking bekommen, die nicht mobil optimiert sind. Das heißt, innerhalb der mobilen Suche, also wenn ich vom Smartphone eben suche, dann war eben diese Idee dieser Modifikation des Suchalgorithmus, dass dann eben Seiten, die eine schlechte mobile Optimierung haben oder gar keine, dass die eben abgestraft werden. Und das ist eben, weil man gedacht hat, dass es hat so einen entscheidenden Impact auf die Unternehmen. Na klar, weil wenn ich jetzt jemanden habe, der macht jetzt sein Geschäft in großen Teilen über Smartphones, das heißt ein E-Commerce-Modell, dann ist es natürlich kritisch, wenn bei der Suche ich vielleicht gar nicht mehr gelistet werde oder eben nur auf schlechten Plätzen gerankt werde, weil man hat ja auch nochmal das kleinere Display auf dem Smartphone. Das bedeutet, wenn ich da nicht wirklich oben bei den ersten Suchergebnissen punkte, dann kann es sein, dass mich eben vielleicht niemand anklickt. So, jetzt frage ich mal, kommen wir mal zurück nach Wiesbaden. Jetzt hatten Sie ja schon, weiß nicht, ob hat das jemand irgendwie im Blick gehabt, bis das Mobilegeddon, kannte das jemand hier im Raum? Ja, so gehen ein paar Arme hoch. Und jetzt habe ich mal einen Mitarbeiter, den Herrn Trierhorst, gebeten gehabt, jetzt mal ganz kurzfristig so eine Stegreif-Auswertung zu machen und mal zu gucken, wie sieht das denn aus bei so ein paar Unternehmen in Wiesbaden. Und der Punkt ist, die sind jetzt nicht repräsentativ oder nach bestimmten Kriterien ausgewählt, sondern das war einfach mal eine Liste sozusagen, eine ganz schnelle Auswertung. Und man muss wissen, dass Google den sogenannten Google Mobile Friendly Test anbietet. Da kann man eben eine Site eingeben, also man gibt sozusagen die Adresse ein und dann sieht man, ob Google diese Seite als Mobile Friendly oder nicht als Mobile Friendly einstuft. Was ja oben wieder wichtig ist dahingehend, als dass man vermuten kann, dass eben diese Einstufung auch dann Implikationen auf den Suchalgorithmus, also auf das Ranking hat. Was erwarten Sie da? Wie viele dieser hier doch schon etwas größeren Unternehmen in Wiesbaden haben mobil optimierte Websites? Zwei? Ja. Fünf? Ja, ist besser. Also die haben zu 55% haben die schon entsprechend eine mobil optimierte Website. Aber jetzt muss man sehen, das Thema ist ja schon, sag ich mal, etwas älter und es sind doch jetzt irgendwie größere Unternehmen. Und
Das könnte natürlich noch ein bisschen besser aussehen. Ich habe mir jetzt noch ein zweites Thema angeguckt, ja? Genau, das müsste man natürlich nochmal angucken, da haben Sie vollkommen recht, wenn man da jetzt auf die Seiten drauf geht, dann kann das natürlich sein, dass die sich jetzt auch aus so einem Thema erstmal zurückgenommen haben, weil sie gesagt haben, sind im Consumer-Segment nicht vertreten, aber auch im B2B-Bereich kann das natürlich eine Relevanz haben, wenn ich jetzt beispielsweise Vertriebsbeauftragte habe, die unterwegs sind oder so, oder auch Handwerker, die jetzt, also müsste man mal genau gucken, was da jetzt irgendwie relevant ist, aber Sie haben recht, der Druck sozusagen zu optimieren ist natürlich auch bei den unterschiedlichen Ausrichtungen und Branchen unterschiedlich. Ja. Wenn man aber jetzt mal guckt, wie ist die Performance, und da kann man sich die Desktop-Performance und auch die Mobile-Performance angucken mit dem zweiten Test. Das ist nämlich der, kennt ihn jemand? Genau, PageSpeed Insight. Was erwarten Sie da, was da so wie unsere Wiesbadener Unternehmen hier abschneiden, in welchem Bereich ranken die? Ja, also ich habe nur Unternehmenseinstufungen gefunden im Bereich Poor und Needs Work. Und wenn man das jetzt, ich habe jetzt das bewusst nicht so gemacht, dass man von dem, was gleich kommt, irgendwie auf die linke Seite schließen kann, so sieht das aus. Das heißt, wenn ich 100% wäre sozusagen die perfekte Ladezeitoptimierung, die perfekte User Experience, und da sind wir noch ein bisschen von weg. Ja? Also soll heißen, ich glaube, dass man schon mal so festhalten kann, dass es im Bereich der mobilen Optimierung, aber auch der Wahrnehmung sozusagen dieses Themas, gerade im lokalen Bereich sicherlich noch Optimierungspotenzial gibt. Also ich merke das immer wieder, dass da, wenn man zum Beispiel fragt, wer in den Unternehmen und gerade in den Unternehmensfunktionen trackt, die Anzahl der mobilen Zugriffe, und da haben Sie ja vollkommen recht, das wäre eben branchenspezifisch sicherlich unterschiedlich auszuprägen, aber der erste Weg ist ja, dass ich überhaupt mal tracke, über welche Kanäle, über welche Devices kommen überhaupt auf meine Website momentan Nutzer, weil wenn ich jetzt weiß, es sind eben viele, die über Smartphone auf meine Webseite kommen, dann ist es natürlich ein starkes Signal, dass ich hier was tun muss. Also Beispiel, wenn ein Unternehmen eine Unternehmenswebsite hat und auch dort ein Recruiting-Portal eingebunden ist, dann ist ganz klar, dass sich beispielsweise Stellensuchende dann eben von einer Stellenanzeige, wenn sie sich das Unternehmen angucken, dann auch mit dem Smartphone beispielsweise die Arbeitgeberseite absurfen. Und dann ist natürlich auch, wenn hier die Seite nicht wirklich eine gute Mobile Usability hat, kann es eben sein, dass man oder gute User Experience bietet, kann es eben sein, dass hier die Nutzer schon abspringen. Und gerade in den Bereichen, wo sie verzweifelt Leute suchen, kann das eben schon bedeuten, dass sie dann aus dem Kopf sind sozusagen, weil eben jemand vielleicht in dem Moment, wenn er eben beispielsweise im Bus sitzt und den Newsletter der Stellenbörse empfängt, mal drauf guckt, aber wenn er dann merkt, er kommt nicht weiter oder er findet irgendwie keine Informationen, die er sucht, dann ist vielleicht auch die Chance schon vertan, eben mit diesen potenziellen Bewerber in Kontakt zu treten. Also es gibt durchaus viele Gründe, warum sich Unternehmen, auch im Unternehmen, die nicht im Consumer-Bereich platziert sind, Gedanken machen sollten über eben das Thema Mobile. So, jetzt komme ich ein bisschen stärker in den Bereich der Herausforderungen in der App-Entwicklung. Und das möchte ich jetzt weniger technisch fassen, sondern das möchte ich ein bisschen fassen im Sinne von, wie entwickelt man eigentlich mobile Applikationen? Und da kennen Sie ja auch alle vielleicht das klassische Modell in der Softwareentwicklung, das ist dieses Wasserfallmodell. Das heißt, man schreibt erstmal ein Fachfeinkonzept, Spezifikationsdokumente und so weiter und so fort und schließt das sozusagen ab, bevor man dann in die nächste Phase eintritt und beispielsweise dann tatsächlich mit dem Coding anfängt. Und das ist natürlich für die App-Entwicklung wenig geeignet. Das heißt, Sie alle, wenn Sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, werden wissen, dass man hier eigentlich eher von solchen agilen, nutzerzentrierten, iterativen Verfahren ausgeht, die man nutzt, um eben mobile Applikationen zu entwickeln. Und das ist natürlich gerade deshalb notwendig, habe ich auch einen schönen Cartoon hier zugefunden, weil man sich eben in einem extrem dynamischen Umfeld bewegt, wo man, wie hier an diesem Wasserfall gezeigt nochmal, also schöne Analogie, wo man gar nicht weiß, wo einen beispielsweise bestimmte Entwicklungen hintragen. Und dann ist es halt so, wenn man wirklich das durchhalten will, wenn man sagt, jetzt haben wir eben ein Fachfeinkonzept spezifiziert und wir setzen das unbedingt um, dann kann es bedeuten, dass man halt tatsächlich am Kunden vorbei entwickelt oder irgendwann auch zu spät kommt. Das heißt, das Ganze vielleicht tatsächlich eben nicht so ist, dass man das trifft, was der Nutzer wirklich haben wollte, sondern dass halt je nachdem, wen man fragt, irgendwas entwickelt wird, was dann halt irgendwie Budget optimiert und so weiter und so fort. Ich will aber nicht irgendwie verschweigen, dass auch diese agilen Ansätze durchaus Probleme in sich haben.
weil man natürlich mit diesen Wasserfallmodellen, wenn man eben so ein Konzept geschrieben hat, was soll entwickelt werden, auch sehr schön beispielsweise weiß, was man dann dem Kunden beispielsweise versprochen hat. Man kann sehr schön Rechnung schreiben, wenn ein bestimmter Meilenstein erreicht ist. Wenn man so einen iterativen Ansatz fährt, dann weiß man manchmal ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Das hört sich erstmal toll an, dass man den Nutzer in den Mittelpunkt stellt, dass man agil entwickelt. Das kann aber auch bedeuten, dass es eben ganz große Probleme gibt, beispielsweise auch in der betriebswirtschaftlichen Bewertung von solchen Projekten. Aber trotzdem ist es, glaube ich, das Thema, was man braucht, um entsprechend Apps zu entwickeln. Sie kennen vielleicht auch vom Eric Ries den Lean Startup Ansatz, der basiert so ein bisschen auf diesem Dreiklang Build, Measure, Learn. Also die Idee, dass man ganz früh startet sozusagen mit einem ganz minimalistischen Produktkonzept, in den Markt geht, sich Feedback holt, dieses Feedback strukturiert auswertet, eben von diesem Feedback lernt und dann das Ganze eben auch einbaut in eine Produktmodifikation, in eine Produktiteration und sich eigentlich so sehr früh eben hier mit dem Kunden Feedback auseinandersetzt. Ja? Da gibt es aber auch dann teilweise Missverständnisse, weil wichtig ist, dass dieses MVP, wie es hier steht, dieses Minimum Viable Product, dass das sozusagen auch schon eine Kundenfunktion wirklich erfüllt. Also die Idee ist nicht sozusagen, wenn man ein Auto baut, dass man eben mit einem Rad anfängt und das Rad kann man da gar nicht nutzen, sondern die Idee ist eben, dass man tatsächlich, wie das auch hier schön von diesem Henrik Knieberg gezeigt ist, dass man tatsächlich, wenn das Thema Mobilität ist, vielleicht reicht schon das Skateboard, vielleicht braucht der Kunde gar kein Auto, aber es muss etwas sein, was dieses Thema Mobilität schon voll unterstützen kann. Ja, also mit einem Rad kann ich eben nichts anfangen und deswegen heißt eben, dieses Lean Startup oder eben auch dieses Build, Measure, Learn, dass man sich eben erstmal auf ein sehr minimalistisches Produkt, was aber im Kern schon den Kundennutzen befriedigen kann, fokussiert und dieses dann substanziell über eben verschiedene Iterationszyklen so weit verbessert, dass man es eben entsprechend auch launchen, das heißt in den Produktivbetrieb nehmen kann. Und weiß nicht, wer arbeitet damit oder wer kennt das, diesen Lean Startup Ansatz? Auch ein paar, super. Ich glaube, gerade in der Agenturszene erzähle ich da wahrscheinlich nicht viel Neues. Dann kennen Sie wahrscheinlich auch den zweiten Ansatz, das ist der von Osterwalder Pigneur, auch jetzt schon ein paar Jahre sehr stark gehypt. Das ist der sogenannte Business Canvas, auch ein schönes Modell, wo man eigentlich sehr einfach erstmal Ideen strukturieren kann, eigentlich nicht viel mehr als eine Idee, wie kann man bestimmte Aspekte eines Geschäftsmodells oder eines Business Models eben strukturieren und dann ist eben der Charme dieser Struktur hier, dieses Business Canvas, dass man wirklich im Team dann erstmal Ideen sozusagen hier sehr einfach, das ist dann wirklich so mit Post-its dann entsprechend ausentwickeln kann, bevor man dann in diese Iterationszyklen beispielsweise einsteigt und sich dann stärker um Design-Aspekte des Produkts kümmert. Was vielleicht ein bisschen neuer ist, dass man sich auch bei den Modellen natürlich Gedanken macht, es muss ja nicht nur irgendwie cool und sexy sein und irgendwie so ein Prozess sein, wo alle sagen, das ist jetzt mal was ganz Neues. Ich weiß nicht, wie Ihre Wahrnehmung ist, aber diese User Experience Labs und Innovation Labs und Tech Labs, wo man eben sagt, man hat einen Raum und stellt in den Raum eben ein paar Foamboards und ein paar Whiteboards und macht da irgendwie so eine coole Startup-Atmosphäre und dann setzen sich da alle hin und fangen an, eben nach diesem Lean Startup Ansatz zu entwickeln. Das breitet sich ganz stark aus und ich kenne auch große Unternehmen aus ganz anderen Bereichen, wie man es vermuten würde, also selbst große Unternehmen, die eigentlich so klassisch aus dem Bereich der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung kommen, die befassen sich jetzt mit solchen Lean Startup Ansätzen, was ganz spannend ist. Aber früher oder später wird natürlich auch viel stärker dann in den Fokus rücken, was kommt dabei raus? Also sind diese Ansätze dann wirklich auch wirtschaftlich tragfähig? Kann dieser Gedanke von Lean Startup auch wirklich gelebt werden und auch in den Institutionen getragen werden? Und deswegen sieht man jetzt auch immer stärker, dass solche Themen wie Lean Analytics aufgerufen werden, also auch eben Ansätze, dass man sagt, wie kann ich eigentlich hier nach diesem Lean-Ansatz auch geeignete Kennziffern mir ausgucken und die dann eben auch systematisch eben nachverfolgen, weil gerade diejenigen, die das eben im professionellen Kontext anwenden, die müssen natürlich jetzt auch in der Agentur etc. irgendwie gucken, dass sich das Ganze auch rechnet. Ja.
Es geht ein bisschen darüber hinaus, dass man so ganz klassisch so anguckt, wie viele Nutzer habe ich, wie viele Downloads generiere ich, sondern dass man viel stärker eben auch in bestimmte Analysemethoden verzweigt, die sich dann auch mit einer bestimmten Kundenqualität beispielsweise auseinandersetzen. Das heißt, es ist eben die Aussage, dass solche neuen Ansätze eben auch dann bestimmte neue Ansätze im Controlling der Projekte erfordern. Also dass man eben die klassischen Controlling-Tools, die man so hat, dass man die eben nicht anwenden kann, unbedingt erfolgreich, um eben solche Lean-Projekte zu begleiten. Das heißt aber nichts anderes, als entweder ich nehme ein flattes, bekanntes System oder ich mache mir selbst. Ja, also haben Sie recht. Ja, also der war jetzt der Einwand gewesen, das ist jetzt auch wieder so ein sehr lernorientierter, iterativer Ansatz, und da haben Sie sicherlich nicht Unrecht. Ja. Also das heißt, auch hier wird jetzt nicht um das Thema Controlling neu erfunden, sondern es ist eigentlich, was ich gut finde, die Aussage, dass man sagt, naja, wenn ihr jetzt so neue Entwicklungsmethoden, agile, iterative Verfahren, nutzerzentrierte Verfahren in die Unternehmen einfügt, dann heißt das ja trotzdem nicht, dass die ganzen betriebswirtschaftlichen Prozesse sozusagen dann über Bord gekippt werden, dass man einfach sagt, entwickelt mal so lange, wie ihr wollt, sondern man muss ja auch da gucken, dass man dann eben angepasste sozusagen Instrumente findet, und die klassischen Instrumente, gerade in großen Unternehmen, sind eben häufig nicht geeignet, um sie in solchen Kontexten anzuwenden. Und das ist eben genau der Punkt. Bei kleinen Unternehmen oder kleineren Unternehmen ist es eben tatsächlich so, dass man hier wahrscheinlich keine Probleme hat mit den Lean-Startup-Modellen, aber bei großen Unternehmen, da wird es dann teilweise schwierig, weil zum Beispiel diese direkten Kommunikationswege im großen Konzern, der jetzt irgendwie vielleicht 100.000 Mitarbeiter hat etc., da ist es eben deutlich schwieriger, auch diese starke Interaktion, auf der eben solche Ansätze aufbauen, zu leben. Und wie gesagt, wenn jetzt immer von Startups und auch von App-Entwicklungen gesprochen wird, da muss man eben sehen, ein Großteil der App-Entwickler, die sind eben sozusagen zu finden im Bereich eben der Unternehmen, die jetzt eben unter 8 Mitarbeiter haben. Also das heißt, das sind eben viele Freelancer und eben viele kleinere Agenturen, aber nicht die großen. Und das wird halt sozusagen das Problem sein für viele große Unternehmen. Also hier schön, das ist aus Spaceballs, da steht, ich weiß nicht, was man lesen kann, We Break for Nobody. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt, wie kriegt man jetzt so einen schweren Tanker wie eben die großen Konzerne in Deutschland dazu, nicht nur so ein bisschen ein kleines Lab zu haben, wo man dann sich mal ein bisschen auslebt mit solchen neuen, neuartigen Ansätzen, sondern wie kriegt man eigentlich diese Konzepte auch wirklich gelebt in die Struktur der Großunternehmen hinein. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung und für mich auch immer wieder eine große Herausforderung, weil ich merke eigentlich, dass auf so Veranstaltungen wie hier, und ich mache das ja, wie gesagt, schon ganz, ganz lange, man trifft sich eigentlich immer wieder mit den Mobilisten, die es sowieso schon toll finden, ja, und die eben auch solche Ansätze schon leben. Aber die Frage ist ja, wo sind die großen Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen müssten und die eben auch in diese Märkte reinkommen müssten. Und zwar nicht nur von der Perspektive, wir beauftragen mal jemanden Kleinen, der das dann macht, sondern auch da braucht man ja einen Counterpart, der ein entsprechendes Mindset hat. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige und große Herausforderung. Also wie lebt man eigentlich jetzt das, was ich gerade beschrieben habe, was man braucht zu einer erfolgreichen App-Entwicklung, dass man eben diese nutzerzentrierten und agilen Ansätze tatsächlich auch in Großunternehmen anwenden kann. Und da kommt noch ein bisschen was anderes dazu, das sind nämlich solche Überlegungen. Ich habe mal hier aufgeschrieben, was ist denn der Unterschied zwischen Consumer- und Business-Apps im Kontext. Und da hat man natürlich ganz viele verschiedene Faktoren, die man berücksichtigen muss. Also beispielsweise, dass man eben vielleicht bei den Zeithorizont, viele Apps haben einen ganz kurzen Produktlebenszyklus, das ist vielleicht beim klassischen, bei der Versionierung, bei Releases im Business-Kontext ein anderer. Auch, dass der Mehrwert natürlich immer hier bei den Business-Applikationen tatsächlich der messbare Beitrag zum Unternehmenserfolg sein muss. Auch hier die Komplexität. Da ist ein ganz, ganz wichtiges Thema die Backend-Integration. Ja, also das heißt, das ist auch ein Kostentreiber bei vielen App-Projekten im Unternehmenskontext. Auch Sicherheit, das ist für viele Nutzer von Consumer-Apps nicht so wahnsinnig wichtig, es sei denn, es sind vielleicht Payment- und Banking-Apps, aber das ist natürlich hier geschäftskritisch. Und auch die Frage, wie wird das genutzt und distribuiert? Bei dem entsprechenden Business-Bereich hat man halt einen geplanten Rollout und man muss eben Nutzerakzeptanz schaffen, weil typischerweise können sich die Nutzer das eben nicht frei entscheiden, ob sie eine App nutzen oder nicht. Das ist auch nochmal ein anderer Prozess als eben im klassischen Consumer-Bereich. Also da gibt es auch ein paar Herausforderungen, wo man ehrlich gesagt wenig hört. Also wo man tatsächlich immer so diese Dominanz hat von den klassischen Consumer-Apps, aber so diese Reflexion, was müssen wir eigentlich tun im Bereich Business, da findet wenig statt. So, jetzt habe ich noch einen Teil, wo ich ein bisschen schließen möchte mit ein paar Ausblicken. Also ein paar Thesen zum Thema
wie entwickelt sich Mobile weiter? Und man muss dazu sagen, diese Thesen sind jetzt nicht besonders wissenschaftlich. Also deswegen habe ich jetzt mal so einen Sticker drauf gemacht, 6 nicht wissenschaftliche Thesen, weil ich ja jetzt hier als Prof stehe. Aber diese Thesen tatsächlich nicht unbedingt alle wissenschaftlich untermauert sind, sondern auch so ein bisschen mein Bauchgefühl sind. So, der erste Punkt, den ich Ihnen nochmal so mitgeben würde oder den ich beobachte, das ist hier das Thema, ein schöner Beitrag, ein älterer Beitrag bei Mobile Zeitgeist gefunden, warum responsive Webdesign Schrott ist. Ja? Ist zwar schon ein bisschen älter, fand ich trotzdem ganz, ganz nett. Für mich ist aber jetzt der Punkt wichtig, viele meinen einfach, dass wenn sie eine responsive Webdesign-Seite haben, dann ist eigentlich das Thema Mobile für sie damit auch erledigt. Mobile ist aber viel, viel mehr. Also Mobile ist viel, viel mehr als eben nur eine responsive Webdesign-Seite zu pflegen. Und dass sich viele gar nicht damit auseinandersetzen. Ich habe hier nochmal eine Studie gefunden, wo auch hier 450 Marketing-Experten in 11 Ländern befragt worden sind von Sitecore. Und da kam eben raus, 41% der teilnehmenden Unternehmen haben entweder gar keine Mobile-Strategie oder setzen diese noch nicht ein. Ja. Das heißt, für viele ist Mobile wirklich so ein Thema, was man nicht wirklich treiben muss, wo man keine Verantwortlichkeiten im Unternehmen definieren muss, sondern was man einfach mal so mitmacht, aus meinem Gefühl heraus. Und auch das müsste sich eigentlich ändern. Also gerade Mobile braucht einen Kümmerer und gerade Mobile braucht nach meinem Dafürhalten auch eben eine gewisse Strategie, auch wenn es ein dynamischer Markt ist. Man darf sich da eigentlich nicht treiben lassen. Also es wird für viele wirklich ein ganz, ganz entscheidendes, wichtiger Kanal sein zum Markt, zum Kunden. Und deswegen wäre es natürlich schwierig, wenn man da keine Strategie hat, sondern eben eher reaktiv auf neue Technologien dann eben Bezug nimmt. Und das merke ich auch immer wieder. Also ein so ein Traumata-Thema für mich war eben QR-Codes, wo ich mir ursprünglich gedacht habe, die sind eigentlich gar nicht schlecht, aber die sind einfach total kaputt gemacht worden. Ja, also ich habe da wirklich Dinge erlebt, auch in Diskussionen mit großen Unternehmen. Also wir haben 2009 mal ein paar Sachen gemacht mit QR-Codes und dann hat man halt wirklich darüber gesprochen, ob das nicht ein Störer ist im Corporate Design. Dann wurde das irgendwo hin platziert, wo man es eigentlich gar nicht mehr verwenden kann. So ein Call to Action war dann auch irgendwie blöd. Das heißt, man hat irgendwo einfach nur einen QR-Code drauf gemacht. Der hat dann auf eine nicht mobil optimierte Webseite geführt und teilweise wurden auch ganz einfache Dinge nicht beachtet, wie beispielsweise, habe ich denn überhaupt die Möglichkeit, Zusatzinformationen über einen QR-Code abzurufen? Also da gibt es ja auch ein paar lustige Videos und Fundstücke, wenn Sie mal danach googeln. Also typische Beispiele sind so QR-Codes in Zeitschriften, in Flugzeugen oder in der U-Bahn, wo man halt faktisch nichts mit den QR-Codes anfangen kann, es sei denn, man ist jetzt wirklich in einem gut ausgebauten Bereich, wo dann eben auch die U-Bahn Mobilfunkempfang inzwischen bietet. Aber eben, da wurde wenig nachgedacht und es war dann halt eher so ein lustiges Element, was man eingebaut hat, wenn man so ein bisschen innovativ wirken will. Aber der Mehrwert für den Kunden wurde in vielen Fällen gar nicht berücksichtigt. So, nächste These. Ich glaube, dass gerade bei Mobile wir von Suchen und Finden immer stärker zum Thema Fragen und Antworten kommen werden. Das heißt, ganz stark diskutiertes Thema momentan, auch wenn die Möglichkeiten jetzt noch wirklich limitiert sind, sind Chatbots. Und ich glaube, Chatbots sind nur eine Symptomatik dafür, dass ich jetzt mit eigentlich reiferen Technologien im Bereich künstliche Intelligenz immer stärker von so einer Idee, ich klicke irgendwie mich durch eine Informationsarchitektur, die sich jemand mal schlau ausgedacht hat, hinkommen werde zu einer stärker natürlich sprachlichen Interaktion, zu einer stärker natürlich sprachlichen Interaktion zwischen eben Chatbots und Nutzern. Und wie gesagt, da sind wir ganz am Anfang. Ich glaube, Sie haben alle wahrscheinlich schon mal frustrierende Erfahrungen mit Chatbots gemacht, wo man aussteigt. Ich glaube, die Retention Rate ist noch im unteren einstelligen Bereich. Also Leute, die das wirklich dann nochmal nutzen. Auch hier muss man natürlich aufpassen, dass man so ein Thema nicht verbrennt. Aber wenn man sich auch mal hier aktuelle Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz anguckt, dann merkt man, dass da stark aufgerüstet wird und dass sich in den letzten Jahren, eben seit 2012, auch die Investitionen in den Bereich KI, also Ankäufe von KI-orientierten Startups und Unternehmen, dass sich das ganz stark entwickelt. Und ich glaube, dass wir auch den Impact sehen werden im Bereich der Interaktion in mobilen Medien, aber natürlich auch im Web. Also meine These eben, es wird immer stärker von dem Vorstrukturieren von Interaktionsmustern im Sinne von Suchen und Finden eben hin zu einem Fragen und Antworten gehen. Ein weiterer wichtiger Punkt, ich glaube auch, dass man sowas postulieren kann wie Voice ist das neue Touch.
Das heißt, es wird immer stärker, gerade im Mobile-Bereich, vermutlich auch dazu kommen, dass man mit gesprochener Sprache interagiert mit den mobilen Endgeräten. Also hier wurde schon in Forbes beispielsweise gesagt, 2017 ist eben das Jahr der sprachbasierten Suche. Und hier sieht man auch, dass beispielsweise hier auch schon in den Vereinigten Staaten doch signifikante Anteile sozusagen der jungen Menschen tatsächlich auch Google Voice Search verwenden und sich ganz neue Fragen auftun. Beispielsweise, wie optimiere ich meine Webseite für sprachbasierte Suche? Also für ein Voice-based Search. Auch so Punkte, die, glaube ich, noch nicht wirklich angekommen sind. Und da muss man sehen, auch die Neukunden, also die Kunden, die sich jetzt erstmalig mit dem Thema Voice auseinandersetzen, die sind sehr hoch. Das heißt, das Ganze ist sozusagen noch nicht so wahnsinnig alt. Das heißt, es gibt noch nicht so viele Nutzer, die das jetzt wirklich lange machen. Das liegt vielleicht auch an der geringen Präzision der entsprechenden sprachbasierten Lösung, die wir so kennen. Ja, Siri war ja so das Erste, was wirklich breit wahrgenommen worden ist bei den mobilen Endgeräten. Und hier muss man halt sagen, die Erkennraten, die sinken immer noch sehr stark. Entschuldigung, die Fehlerraten sinken sehr stark. Das heißt, die Erkennraten wären doch sehr drastisch jetzt aktuell noch besser. Und da muss man wissen, dass eben gerade bei der Voice-basierten Suche eben Fehlerraten ganz, ganz wichtig sind, weil eben man dann eine relativ geringe Toleranz gegen entsprechende Fehler hat. Also wenn Sie mit einem Gerät sprechen und es dreimal sagt, ich verstehe Sie nicht, dann ist es halt eben so, dass dann die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass dann Kunden eben sowas nicht weiter nutzen. Ja. Das ist ja eine gigantische Absicht. Ja. Also ich glaube, ja. Also ich bin jetzt nicht so tief drin, dass ich da wirklich fundiert was zu sagen konnte, wie sich jetzt die Technologien, also die Frage war, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, ob das jetzt damit was zu tun hat, dass diese Systeme sozusagen immer stärker lernen. Ich glaube, dass... Nein, dass wir über die Alexa-App ja. Rückmeldung geben können, ob Alexa es richtig verstanden hat. Ja. Im Kern, also ohne dass ich jetzt wirklich großer Experte von Spracherkennungstechnologien wäre, aber im Kern vermute ich, haben Sie recht mit dieser Annahme, weil wir eben immer stärker sozusagen in den Bereich KI kommen. Und KI-Systeme wie Deep Learning-Algorithmen basieren sehr stark auf dem Vorhandensein von Datenmaterial, was ich zum Training verwenden kann. Und insofern ist natürlich klar, wenn ich jetzt sozusagen schon sehr, sehr viel Nutzerfeedback habe, womit ich meine Systeme trainieren kann, dann kann ich auch die entsprechende Sprache verbessern. Aber ich glaube, es sind im Kern auch Verbesserungen sozusagen, die in der Technologie an sich sozusagen und in der Leistungsfähigkeit der Systeme, also auch der Hardware, begründet sind, ja. Da haben Sie auch recht, man müsste jetzt nochmal stärker sozusagen verstehen, ist ja sozusagen nochmal ein übergeordneter Begriff, aber klar, wenn ich jetzt Wörter schon nicht erkenne, dann kann ich natürlich von Semantik, also ne, wenn ich jetzt an Syntaktik und Semantik und sowas denke, ist natürlich der erste Punkt, habe ich überhaupt eine Chance, richtig zu verstehen, welche Wörter sozusagen gesagt worden sind. Und dann ist natürlich, haben Sie vollkommen recht, die Deutung sozusagen des Gesagten ist natürlich nochmal ein anderer Punkt. Ja. Und da haben wir auch in der Sprache natürlich viel Probleme, die sich auch nur meiner Meinung nach dadurch lösen lassen, dass ich stärker auch das Thema Kontextualität, komme ich gleich noch zu, mit einbeziehe. Ne? Also der nächste Punkt ist ja, ich kann natürlich auch die Erkennrate vielleicht umso besser gestalten und umso bessere Ergebnisse generieren, umso eher ich den Nutzungskontext erfassen kann. Ja, also befindet sich jetzt jemand gerade auf dem Spielplatz und spricht er jetzt mit seinen Kindern oder ist er jetzt gerade irgendwo und bucht ein Ticket? Das heißt, auch der Kontext ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich den entsprechend erfassen kann, um beispielsweise ein Vokabular oder vielleicht auch einen Wortschatz entsprechend schon eingrenzen zu können. Sowas kann natürlich auch die intelligente Einbettung von solchen Mechanismen kann natürlich auch dazu führen, dass entsprechend nicht nur die Erkennrate, sondern auch die Deutung, das heißt die Interpretation des Gesagten für eine Maschine einfacher wird. Und das ist jetzt eine meiner vierte These von sechs. Ich glaube auch das Thema, früher hieß es immer, Content is King. Ja? Und da gibt es so einen schönen Spruch, der ist jetzt nicht von mir, den findet man auch häufiger, ich konnte ihn jetzt nicht eindeutig zuordnen. Da wird gesagt, if content is king, then context is King Kong. Soll eben im Grunde genommen eigentlich nur heißen, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten über den Kontext gibt, um eben hier einen Value Driver zu generieren. Und das wird vielfach eben auch noch nicht wirklich gehoben. Das heißt, wenn ich mir mal ein Smartphone angucke, dann hat das ja ganz, ganz viele Sensoren, die es mir ermöglichen,
beispielsweise viele Dinge auch zu automatisieren. Das geht im werblichen Bereich. Ich habe jetzt mal was anderes rausgesucht, das kennen Sie wahrscheinlich auch, diese Kochrezepte von If Then That, wo man wirklich verschiedene Sachen auf seinem Smartphone einstellen kann und sagt, wenn ich jetzt nach Wiesbaden, also ich wohne in Bonn, wenn ich jetzt von Wiesbaden nach Bonn fahre, dann, wenn ich aus Wiesbaden rausfahre, dann kriegt meine Frau automatisch eine Nachricht und es wird eben per SMS gesagt, ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Solche Geschichten. Das erspart mir natürlich auch irgendwie die Eingabe sozusagen von bestimmten Texten und so weiter und so fort. Ich kann mir da ganz viel überlegen, wie gesagt, nicht nur in dem Bereich der Automatisierung, sondern natürlich auch im werblichen Bereich. Das heißt, umso konkreter ich weiß, in welcher Situation ich jemanden abhole, umso präziser kann ich natürlich auch Target-Marketing oder eben Target-Advertising machen. Also ganz spannende Dinge, die gerade auf dieser Sensorik des Smartphones aufbauen und wo ich denke, auch noch ganz, ganz viel Potenzial gehoben werden kann. Da merkt man oder da sieht man, dass da das ein oder andere passiert in Case-Studies. Ja, aber es gibt ganz, ganz wenig sozusagen Studien oder auch Auswertungen, wo das mal stringenter verfolgt wird und es über eben so ein paar PR-Case-Studies hinausgeht. Ja, und dann hatte ich ja schon gesagt, deswegen kann ich es ein bisschen kürzer fassen, vielleicht auch die Fragestellung Back to Browser. Vielleicht werden auch Web-Apps zunehmend wieder attraktiver gegenüber Native-Apps, weil für viele Bereiche brauche ich gar nicht die Performance oder die Offline-Fähigkeit von entsprechenden, die mir native Applikationen bieten. Also da kann man auch mal gucken, da gibt es auch so Übersichten, das fand ich ganz nett. Das ist What Web Apps Can Do oder What Web Can Do. Und da sieht man mal, was eben mit HTML5 schon an bestimmten Features und bestimmten Möglichkeiten heute gegeben ist. Und da sieht man, es gibt ein paar Sachen, die funktionieren eben nicht. Also diese ganzen Dinge, die eben mit, sehr stark mit Sensoren und Hardware zusammenhängen. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Bereiche, viele Funktionen, die ich eben schon in einer Web-App sehr gut abbilden kann. Und deswegen viele Web-Apps, Entschuldigung, wie viele native Apps, wenn man die sich anguckt, gerade von Unternehmen, das sind dann doch irgendwie bessere Webseiten. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ob man so eine App wirklich braucht oder ob man das nicht intelligenter vielleicht über eine Web-App abbilden kann. So, ich komme zu meiner letzten These. Und das wäre auch die Aussage, dass eigentlich das Smartphone immer stärker zum Hub wird. Das heißt, eigentlich das zentrale User-Interface sein wird in der Zukunft, an denen sich eben einfach viele Endgeräte anknüpfen. Ob das jetzt solche Endgeräte sind, also irgendwelche VR-Brillen, Fitness-Tracker, Smartwatches, Beacons. Inzwischen gibt es auch Computer-Brain-Interfaces, die werden auch schon eingesetzt, zum Beispiel im Bereich der Therapie, Prävention von Burnout-Syndrom und anderen Dingen, also im Bereich der Entspannungsübungen, Technologien. Und da gibt es ganz, ganz viel, was man eben machen kann, wo das Smartphone letztendlich dann so eine Art Hub bildet, um eben auch diese verschiedenen Endgeräte zu verwalten, bis hin zu, was wir jetzt gar nicht sehen hier drauf, Smart-Home-Konzepten und so weiter. Setzt natürlich voraus, hier ist mal so eine Übersicht gezeigt von Playern im Bereich Internet of Things. Und da muss man natürlich schon sehen, wir brauchen zumindest eine Art von Harmonisierung in diesem Bereich. Ich möchte gar nicht von Standardisierung sprechen, aber momentan ist es halt häufig so, wenn man so Smartphones, wenn man sich eine Smart-Home-Installation aufgebaut hat, mühsam, stellt man fest, dann geht das wieder mit dem einen Gerät nicht und dann gibt es wieder eine neue Generation, da kann man sozusagen wieder alles rausreißen. Und insofern, glaube ich, ist es ganz stark abhängig, dass das Ganze funktionieren wird, wenn wir eben uns mal vielleicht überlegen, wie kann man eine gewisse Harmonisierung von Schnittstellen erreichen. So, jetzt merke ich schon, Herr Seibert steht schon auf. Ich habe noch einen Punkt. Ich habe noch einen Punkt, wenn ich darf. Okay. Wenn ich darf, hätte ich noch einen Punkt, den ich ganz gerne hier nochmal mitgeben würde. Und zwar ist der, was machen wir eigentlich hier an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden? Da muss ich sagen, wenn ich zu Unternehmen komme, dann merke ich häufig, dass ich noch begrüßt werde mit, von der Fachhochschule Wiesbaden. Und dann merke ich, okay, die haben vielleicht so die neueren Entwicklungen nicht so ganz auf dem Schirm. Aber hat sich ja gar nicht so viel verändert. Wir sind jetzt eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Was neu ist, ist, dass ich jetzt beispielsweise inzwischen ein Team habe, der Herr Masarczyk sitzt ja hier heute auch unter uns, ein Team habe, zusammen mit zwei Kollegen, dem Peter Winzer und dem Werner Quint, von inzwischen, ich glaube, wir sind fünf Doktoranden sozusagen, die sich mit dem Thema E-Business und auch Mobile-Business befassen. Und ich da nur allen sagen kann, wenn Sie tolle Ideen haben für Projekte, für eine Zusammenarbeit, kommen Sie einfach mal auf uns zu. Da passiert momentan wirklich ganz, ganz viel. Ich hatte auch mal die Idee gehabt, dass man vielleicht in Wiesbaden sowas zusammenbekommt wie so eine Art von Mobile Initiative. Das ist so ein bisschen, ja, also wir haben es mal versucht, irgendwie loszutreten, aber es ist nicht so richtig ins Laufen gekommen, weil leider dann auch ein paar Leute, die dabei gewesen sind in diesem Gründerteam mit ihren Startups irgendwie
nicht erfolgreich waren oder was anderes machen jetzt, um es mal so zu sagen, und dann uns abhanden gekommen sind. Also wenn Sie da Ideen haben, wenn Sie sich einbringen wollen, das wäre eben auch was, gibt es eben Mobile-Begeisterte, mit denen man so Themen treiben kann. Und ein weiterer Punkt ist, ich möchte Sie auch aufmerksam machen auf das Mobile Media Forum. Das gibt es inzwischen seit 10 Jahren in Wiesbaden. Und das wird jetzt stattfinden hier als 10. Mobile, also wir haben Jubiläum, 10-mal schon, 10. Mobile Media Forum und diesmal am 21. September an der Hochschule Rhein-Main. Und da haben wir auch ganz spannende Themen vorbereitet. Ein ganz spannender Speaker, würde uns auch freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen von Ihnen da wiedersehen. So, ich habe noch eine Sache, dann bin ich wirklich fertig und dann stelle ich mich auch Ihren Fragen, weil natürlich können Sie jetzt sagen, ja, jetzt hat der Herr Böhm ganz viele Sachen erzählt von irgendwelcher Entwicklung und das ist ja vielleicht alles ein bisschen akademisch, weil selber haben die vielleicht noch gar keine App entwickelt. Aber ich will Ihnen noch mal eine Sache zeigen, die wir vor inzwischen auch einiger Zeit ins Leben gerufen haben, hier mit der ELW zusammen. Wer kennt denn die saubere Wiesbaden-App? Kennen auch ein paar. Das war auch wirklich eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit hier mit der Stadt und mit der ELW. Ich will Ihnen das ganz kurz nochmal zeigen. Da habe ich nämlich einen kleinen Film und dann bin ich wirklich auch fertig. Und dann stelle ich mich auch Ihren Fragen. Aber da haben Sie vielleicht so ein Gefühl, das Ganze ist wirklich in der Kooperation mit einer Hochschule, zwischen der Hochschule und hier der Stadt entstanden. Und es zeigt Ihnen vielleicht auch so ein bisschen, was man in der Zusammenarbeit mit einer Hochschule so machen kann. Deswegen, wenn das mit dem Ton jetzt klappt, würde ich das ganz gerne auch nochmal vorstellen und dann bin ich fertig. Wenn jetzt der Ton kommt. Have you heard about the Clean Wiesbaden App? With this app, you can quickly and easily report trash in Wiesbaden with a photo and location information. The app is made in Wiesbaden, having been developed through a cooperation project with ELW, the Office of Clean Wiesbaden, and the Rhein-Main University. And how does it work? Simply install the app and open it. To create a new report, simply click on the New Report button in the main menu. Submitting a report consists of just a few steps that you can complete using your smartphone from your location. Start by clicking on the button Photo. You can then use an image from your gallery or take a photo with your smartphone. Be sure to select an image that best represents the nature and location of the trash so that it can be easily recognized by the removal team. Now your report needs the exact location of the trash. The address can be determined automatically or manually entered. If the position automatically determined by your smartphone is not precise, you can correct the location by simply moving the marker on the map. The next step is to select the type of trash. For example, you can specify whether it is bulky or potentially hazardous waste. Is it difficult to see the location of the trash from the road, or is there something specific about the trash that you wanted to make sure to share with us? Then you can add this information in the More Details area. Your report can now be sent by clicking Send Now. After submitting a report, the information submitted will be summarized in an overview page. You can view the status of your report at any time by selecting the menu item My Reports. If you have already submitted a report, you will find all your reports on the map as well as in the list. In the section Status, you can view the current status of your report. By selecting All Reports from the menu, you can view the current reports submitted by all app users. Accordingly, it is possible to see if a particular trash has already been reported by another user. In addition, the app also includes a help section, in which all functions are described in detail. Of course, it is also possible to find contact information there as well. We look forward to your feedback and suggestions. On September 10, 2015, we officially launched the application in the Google Play Store. During the first month, we had more than 1,000 downloads. In this period, 469 events were reported. From those, 13% were rejected due to duplicates or poor quality pictures, while 87% were successfully processed. When comparing the app with other methods like calls or emails, the number of reports with the app increased by 134%. These results show that the mobile channel is an interesting alternative and has incentivized user participation. Gut, dann erstmal vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich fand das super spannend. Ich habe, ich glaube, 5 oder 6 Sachen, die ich am Anfang stelle ich mir selber eine Frage oder versuche das zumindest, um die anderen, die vielleicht jetzt schon Fragen haben, die können Sie natürlich direkt, wenn irgendjemand eine hat, stellen. Sie haben über Kontext gesprochen und immer dann, wenn Sie aus Wiesbaden Richtung Bonn rausfahren, dann fahren Sie zu Ihrer Frau, ja? Da habe ich gedacht, okay, da fehlt doch der Kontext in Ihrer IFT-Abfrage und Ihre Frau wird vermutlich zugespammt mit lauter SMS-Nachrichten. Das geht gar nicht anders, oder? Da kann man nicht sagen, nein, also, es muss so und so viel Uhr sein, ja. Es muss Freitag sein und dann muss ich noch vorher einen Termin mit einem Abendessen mit meiner Frau eingestellt haben. Gut, man kann es natürlich jetzt in dem Fall, und das ist wirklich jetzt eine Recipe, die sozusagen ganz neu kommt, sozusagen, insofern wird da noch keiner zugespammt, aber ich muss sagen, bin ja Bonner und fahre nach Wiesbaden wirklich rein zum Arbeiten. Das heißt, ich kenne von Wiesbaden den Norden und habe den Weg über die Platte. Und das heißt, wenn man natürlich dann das Fenster auf die Platte, sage ich mal, setzt, dann heißt das sozusagen immer, wenn ich die Platte hochfahre, sozusagen fahre ich nach Hause nach Bonn. Aber ich glaube, das war nur ein Beispiel. Ich glaube, da gibt es viel mehr Potenzial sozusagen. Wir haben auch, glaube ich, viel wichtigere Punkte als jetzt dieses SMS-Schicken. Es gab ja beispielsweise auch diese Heizungssteuerung, die Google gekauft hat, Nest, wo man eben zum Beispiel die Heizung abhängig von dem Nachhausekommen an- oder ausschalten kann, Klimaanlage anschalten kann, jetzt auch in vielen anderen Ländern. Und ich glaube, dass die Potenziale in der Interaktion zwischen Smartphone und dem Kontext unglaublich groß sind, weil ich eben einfach den Nutzer sozusagen viele Aufgaben abnehmen kann. Sie kennen es wahrscheinlich alle, wenn Sie ins Auto einsteigen alleine, dann denkt man sich erstmal, will ich jetzt ein Hörbuch hören oder will ich jetzt Spotify anmachen und so weiter und so fort. Das heißt, man fingert dann irgendwie immer auf seinen Apps rum. Und ich meine, da gibt es einfach schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man solche Prozesse kontextuell eben auslöst. Und wie gesagt, noch größeres Potenzial natürlich auch im Bereich Werbung und Marketing. Das heißt, ich sage mal zu meinen Studenten, ein schönes Beispiel ist so dieses Thema Fernsehwerbung, die halt überhaupt nicht kontextuell ist. Das heißt, ich gucke mir ja schon mein ganzes Leben lang Katzenfutterwerbung an. Ich habe keine Katze, ich werde auch nie Katzenfutter kaufen, es sei denn, ich kaufe mir irgendwann meine Katze. Aber ich muss mir immer diese Werbung anschauen. Und deswegen denke ich mir halt, dass man, wenn man Werbung gezielter ausspielt, dann kann man natürlich auch eine andere Relevanz schaffen. Also ich glaube, da ist viel Potenzial noch nicht gehoben. Einmal in der Automatisierung, aber auch ganz stark sozusagen im Bereich der werblichen und marketingorientierten Kundenansprache. Okay, cool. Gibt es Fragen im Publikum zu dem Vortrag, zu bestimmten speziellen Inhalten? Ich glaube, da war eine Frage. Haben Sie eine? Okay. Ich wollte eigentlich nur was zu der If This Then That Seite anmerken, weil ich die jetzt auch schon benutze für, wenn das Wetter schlecht wird, dann kriege ich immer eine Mail geschickt, dass es morgen regnet und das ist sehr hilfreich. Also es ist dann immer gut, wenn man weiß, man benutzt bestimmte Plattformen, bestimmte Apps schon regelmäßig und dann kann man die verlinken und dann funktioniert das toll. Also mit dem zu sagen, okay, ich bin jetzt an dem Standort, dann wird das passieren, ist wahrscheinlich ein bisschen, es ist sehr grob gefasst, weil man kann ja noch nicht genau absehen, dass man immer genau an diesem Standpunkt genau dieses Vorgehen dann braucht. Ne? Ja. Das war es eigentlich auch schon. Also ich habe auch beispielsweise gerade in so einem Projekt gemacht mit meinen Studenten zusammen, da ging es um das Thema Arduino. Das heißt, wir haben Arduino-Plattformen genauer Node-MCU genutzt, um beispielsweise so Konzepte zu realisieren wie eine intelligente Bewässerungsautomatik für Topfpflanzen. Das heißt, man hat dann so einen kleinen Mikrocontroller und wenn halt die Bodenfeuchte beispielsweise eben unter einen bestimmten Wert geht, dann wird nicht nur die Pumpe angeschmissen, sondern dadurch, dass der Arduino mit dem WLAN verbunden ist, kriegt man eben auch dann eine entsprechende Gießinformation über eine Push-Notification. Da kann man natürlich auch nachdenken, ob das jetzt irgendwie so wahnsinnig hilfreich ist. Aber es zeigt eben, dass da, glaube ich, schon viel Potenzial ist in Dingen, die man einfach sozusagen so aus dem Alltag heraus mit doch relativ guten und einfachen Möglichkeiten heute eben automatisieren kann. Also ich finde, das auch, macht auch Spaß, über eben solche Punkte nachzudenken. Und da gibt es sicherlich die Spielereien, aber es gibt eben auch ganz, ganz wertvolle Dinge, die vielleicht helfen, Energie zu sparen oder CO2-Ausstoß zu minimieren, weil ich eben bestimmte Tätigkeiten eben reduzieren kann. Also wir kennen ja alle Smart Parking beispielsweise. Heißt, wenn ich eben nicht durch die Gegend fahren muss in Wiesbaden, um mir einen Parkplatz zu suchen, sondern mir das vielleicht irgendwann mal irgendwie angezeigt wird. Und da gibt es ganz, ganz intelligente Lösungen und das finde ich halt, das lebt halt von dieser Kontextualität auch. Ja, ich habe ganz viel gelernt im Vortrag auch, hier 5G, ich weiß nicht genau, wer sich über die Dinge mit Latenzzeiten schon mal informiert hat, aber vielleicht der ein oder andere, kann ich mir kurz mit Handzeichen, hat schon mal jemand zu Hause sein WLAN ausgestellt, weil der Mobilfunk zuverlässig war?
Also mir passiert das ganz häufig, dass irgendwie ich bin zu weit weg von dem Access Point, keine Ahnung, was sozusagen passiert. Und ich denke, ach, das nervt mich jetzt und dann mache ich das WLAN aus. Und da sieht man sozusagen sehr schnell, wie viel Geschwindigkeit und Latenzzeiten eine Rolle spielen. Wenn dann das WLAN da ist, natürlich viel schneller als der Mobilfunk, aber mir ist halt auch wichtig, dass ich die Daten schnell durchbekomme. Da gibt es zum Beispiel hier noch eine Wortmeldung. Helfen Sie uns mit dem Mikro. Ja, wobei ich finde, dass die Geschwindigkeit von dem WLAN oder beziehungsweise nicht von dem WLAN, sondern von mobilen Netzwerken, das geht in die völlig falsche Richtung. Wer hat hier einen Datenvertrag über 5 GB monatlich? Okay. Sagen wir mal ein Drittel. Ich habe 3 GB bei O2, zahle dafür irgendwie schon 30 Euro, das ist total übertrieben. Und da muss man sich mal die Frage stellen, wenn ich jetzt 1 Gigabit Netzwerkleistung habe übers Handynetz, wie schnell dann die paar Gigabyte, die man hat, weg sind. Also ich finde, da ist ganz, ganz viel Optimierungsbedarf. Ansonsten sehe ich da keine Notwendigkeit, noch schnelleres Internet zu haben. Also das ist meine Meinung dazu. 2020 ist dein Volumen verzehnfacht. Ah ja. Witzigerweise muss ich ein bisschen widersprechen. Vor 5 Jahren, ich glaube, wann kam das iPhone 5 damals raus? Das war, glaube ich, das erste LTE-Handy. Das habe ich immer noch. Habe ich damals bei T-Mobile gehabt. Da hatte ich den ersten LTE-Vertrag mit 1 GB Internetleitung. Habe dasselbe bezahlt wie heute. Und ich weiß nicht, also ich finde, in den letzten Jahren ist ein bisschen wenig passiert. Ah, okay, ist auch eine gute gute Sichtweise. Ja, was auf jeden Fall richtig, der Mobilfunk ist jetzt auch für die Anbieter einer der wenigen exklusiven Bereiche, wo man ganz viel Geld verdienen kann, ne? Weil da gibt es halt keine Alternative zu und ich brauche halt diese Bandbreiten. Und man muss natürlich auch sagen, dass zum Teil ja auch wirklich absurde Sachen passieren. Also ich hatte das jetzt gerade, ich unterrichte ja auch immer einmal im Jahr in Thailand als Gastprofessor an einer Hochschule in Bangkok. Und da hatte ich diese Situation, das Erste, was ich mache, wenn ich in Bangkok ankomme, ich hole mir erstmal eine SIM-Karte mit ungefähr 10 GB Daten. Das ist genau, das ist sehr günstig dort, also das bezahlt man doch deutlich weniger als hier. Und was dann auch sehr ungewöhnlich gewesen ist in der Zeit, war meine Frau mit unseren Kindern im Schwarzwald und wir wollten skypen. Und das hat sehr gut funktioniert in meiner Holzhütte in einer Insel, auf einer Insel, die hieß Koh Si Chang im Golf von Thailand. Und ich habe also verzweifelt versucht, mit meiner Frau und meinen Kindern eine Skype-Verbindung aufzubauen. Hat nicht funktioniert, weil sie dort nur GPRS hatte. Und ich hatte in meiner Holzhütte am Strand von, nicht am Strand, aber in der Nähe des Strandes von Koh Si Chang, hatte ich tatsächlich irgendwie so eine gute Verbindung, dass ich dann gedacht habe, na gut, wenn das nicht funktioniert, gucke ich halt irgendwie The Beach mit Leonardo DiCaprio in HD-Video. Und das hat dann tatsächlich dort irgendwie am Strand funktioniert. Also was man auch sehen muss, ist, dass tatsächlich natürlich Broadcasting oder TV in so einer Qualität HD oder noch darüber hinaus nicht unbedingt die tollste Verwertung ist für dieses kostbare Datenvolumen, was man bereitstellt. Aber vieles ist möglich und vieles wird auch einfach passieren, weil eben das Datenvolumen dann da ist. Also 10 Gigabyte, da hat man schon mal ein bisschen, kann man schon mal ein bisschen auch Fernsehen gucken sozusagen. Und auch wenn es nicht wirklich der geeignete Kanal ist, wenn man so rein technisch wäre, natürlich Broadcasting und so eine viel bessere, effizientere Technologie, als das jetzt über eben Streams zu machen im Mobilfunknetz. Ja, ich habe mal eine Frage und zwar Richtung, die User wollen ja Content haben oder nutzen. Ja. Haben Sie auch eine Analyse gemacht, was die bereit sind zu zahlen? Also ich habe selber eine App, ich habe umgestellt von Frei- und Kaufversion, jetzt bin ich bei In-App-Kauf, aber auch das merke ich, es trägt nicht meine Kosten. Ja, also die meisten wollen alles umsonst haben, aber keiner versteht, dass da hinten dran ja allein schon die Jahresgebühr bei Apple kostet 100 Euro. Ja, ja. Die muss man erstmal reinkriegen. Ja. Gibt es eine Analyse, irgendwas? Ja, wobei, also so eine Analyse, Zahlungsbereitschaft bei Apps ist natürlich ein schwieriges Thema, weil das natürlich sehr stark auch abhängt von den Apps. Und da hat man natürlich in vielen Bereichen das Thema, dass man gewohnt ist, irgendwie for free, also dass man eben alles for free nutzen kann. Deswegen glaube ich, im Consumer-Bereich ist es tatsächlich schwierig, dann eine entsprechende Monetarisierung zu bekommen über Downloadzahlen etc. und genauso schwierig auch über Advertising. Da tun sich natürlich Spiegel Online oder so, hat dann natürlich irgendwie keine Probleme. Aber es ist natürlich ganz klar, wenn man eine sehr spezifische Anwendung hat, dann ist es ganz, ganz schwierig, sich über Downloads oder über entsprechende Werbung zu finanzieren. Ich glaube, das sind dann eher, wenn man guten Content hat, sind das wahrscheinlich eher so Subskriptionsmodelle, dass man sich halt irgendwie, also so einen monatlichen Betrag hat sozusagen, den man fest vereinbart
Aber das muss man sich wirklich sehr genau angucken. Also das Geschäftsmodell oder auch das Revenue Model, das muss eben sehr genau mit dem Content zusammenhängen. Also insofern habe ich da keine Studie, die jetzt irgendwie aussagt, Nutzer sind eben im Durchschnitt bereit, X oder Y zu bezahlen. Ich glaube, es hängt sehr, sehr stark ab von der eigentlichen Applikation und auch, was man sagen muss, wie stark es mir gelingt. Also wir hatten mal eine Conjoint-Analyse gemacht, da ging es um bestimmte Merkmale, Treiber sozusagen für Apps, also was war auch jetzt beispielsweise im Store, was wird wahrgenommen. Da waren das zum Beispiel sehr stark auch solche Themen wie Reviews. Damals war aber eine Situation gewesen, als wir diese Umfrage gemacht haben, Sie erinnern sich vielleicht, dass da WhatsApp Daten an Facebook weitergeben wollte wegen dieser Kaufgeschichte. Und dann sind ja sehr schnell irgendwie auch Kunden von diesem unbezahlten WhatsApp-Modell to Threema, glaube ich, irgendwie ein paar Millionen am Tag oder sowas, sind eben nach dieser Pressemeldung dann gewechselt. Also da sieht man schon, dass wenn solche Sachen exponiert werden, also sicherer Server in der Schweiz versus irgendwie meine Daten werden irgendwie von der Datenkrake irgendwo in Amerika abgegriffen, dass es da schon auch Zahlungsbereitschaften gibt. Aber man muss es, wie Sie richtig sagen, also ich glaube, wenn ich jetzt wenige Nutzer habe, ist eine Monetarisierung in dem Bereich, wo ich wirklich meine Entwicklungskosten zurückhole, schwierig. Ja. Ich muss mal gucken, dass ich meine Frage verständlich rüberbringe. Wir haben im Ansatz darüber gesprochen, dass es ein Problem bei den Firmen gibt, eine Mobile-Strategie zu entwickeln, eine Mobile-Strategie umzusetzen. Und ich würde gerne besser verstehen, warum das so ist, weil die Statistiken sind ja bekannt. Ja, die Verkaufszahlen von Smart Devices sind bekannt, die Bandbreitennutzung im Internet ist bekannt. Mhm. Und trotzdem ist in den Köpfen immer der Big Browser und so richtig kam nicht rüber, warum ist das so? Weil es sind ja Leute in der IT, im Marketing, die eigentlich wissen müssen, dass eine Mobile-Strategie wichtig ist. Warum passiert trotzdem nichts? Ich glaube, das liegt in Teilen an der Komplexität des Kanals Mobile. Also wenn Sie sich zum Beispiel betrachten Conversion Rates, dann ist es so, dass die Conversion auf den Desktop-Geräten deutlich höher ist als im Bereich Mobile. Also Mobile ist ganz stark ein Kanal, über den sich Kunden informieren, aber über den Kanal wird deutlich weniger gekauft als über den Desktop. Wir haben ja einen Experten. Ja, können Sie ja gleich mal sagen, ob das richtig ist. Aber wenn ich das noch kurz zu Ende führen darf. Und da ist jetzt zum Beispiel ein Bestandteil ist jetzt zum Beispiel, dass wenn Sie sich jetzt nur die Conversions angucken, also Sie machen eine Kampagne und gucken sich beispielsweise nur die Conversions an, dann werden Sie feststellen, dass das Smartphone deutlich weniger performt als der Desktop. Aber teilweise ist es eben so, dass ich dann einen Bruch drin habe, dass die Leute sich eben auf dem Smartphone informieren, aber eben am Desktop dann kaufen. Das heißt, wenn ich mir das nur angucke, sozusagen, wie performt mein Kanal, kann es sein, dass ich sage, ja, brauche ich ja gar nichts auf dem Smartphone zu machen, ja, weil Conversion Rate ist sowieso viel schlechter, da investiere ich lieber das Geld in Desktop. Und das sind solche derartige Effekte, also gibt es einige, die dazu führen, dass Mobile noch nicht wirklich so ein Painpoint ist. Also für viele ist Mobile in vielen Bereichen fehlt das Thema Cross-Media-Planning, es fehlt das Thema Cross-Media oder Cross-Device-Tracking. Ich glaube, in vielen Bereichen ist sozusagen einfach noch nicht so dieser Painpoint erreicht, dass man wirklich merkt, wenn man da nichts macht, bricht einem wirklich signifikant Geschäft weg, sondern es erodiert momentan. Das ist so ein bisschen wie mit dem Frosch, der im Glas sitzt, ja, und der eben nicht sofort mit heißem Wasser übergossen wird und springt raus, sondern momentan so unmerklich steigt das an. Und ich habe natürlich auch wie bei allen Netzmärkten so eine exponentielle Funktion. Das heißt, das hat jetzt sehr lange gebraucht, bis man wirklich in Bereiche reingekommen ist, wo es dann auch dann merklich wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem daran, dass man denkt, das ist halt gerade, ist irgendwie einfach nur ein anderer Kanal, weil man auch diese Sachen schwer tracken und schwer wirklich greifen kann. Also man kann schwer, aber da können Sie mich gleich korrigieren, also ich meine, man kann, glaube ich, schwer wirklich auch als Unternehmen genau diese Conversion, diesen Funnel sozusagen so aufbrechen, dass man das irgendwie eben von Anfang bis Ende durchführt und sagt, wenn wir jetzt Mobile machen, dann hat man tatsächlich das und das mehr. Also ich glaube, an solchen Punkten liegt es auch. Aber, ja. Aber ich glaube, Ihr Kollege ist ganz heiß irgendwie. Okay. Ich hoffe, es geht schnell. Es hakt tatsächlich auch bei ihm in der Frage noch ein. Und zwar, weil ich mich nämlich frage, ich habe das bei Amazon gemerkt und bei Pinterest zum Beispiel, dass sie da eine sehr schlechte User Experience auf der Seite selber haben, wenn man die mobil benutzt, aber die sehr aggressiv die App dann promoten. Und das ist das was bei Großkonzernen dann öfter passiert, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt keine mobile App, also keine mobile Website draus machen, aber wir
packen das alles unsere Energie in die App? Nee, also das muss man, also bei den Großkonzernen ist eher das Problem, dass das Fehlen von klaren Zuständigkeiten und Instanzen dazu geführt hat in den letzten Jahren, dass sehr viele, an sehr vielen Stellen Apps entstehen. Also dass ich beispielsweise bei großen Konzernen einfach ganz, ganz viele Apps habe, sozusagen, die von unterschiedlichen Entwicklern oder teilweise auch verschiedenen Inhouse-Institutionen entwickelt worden sind und dass man teilweise auch Redundanzen hat und so weiter und so fort. Also dass man tatsächlich nicht so eine einheitliche User Experience vermitteln kann, sondern dass es eben so ein bisschen davon abhängt in den letzten Jahren, wer hat das jetzt bezahlt im Konzern und wer hat es auch getrieben. Und dass man da halt eben vielleicht auch noch nicht das ganze Thema so voranbringen hätte können, wie wenn da jetzt einer zuständig ist, der das auch so, es gibt ja so ein, in der Organisationsliteratur zum Mobile gibt es auch dieses Konzept, dass man sagt, man führt eben so eine Art von Mobile Center of Excellence ein. Also das heißt, man hat eben angesiedelt beispielsweise im Bereich der IT eine spezifische Stabsstelle, die sich wirklich nur um das Mobile-Thema kümmert und dann dort auch sozusagen in allen Projekten drin sitzt, um das Wissen ein bisschen zu konsolidieren. Und das ist aber auch so eine Sache, die ist vor ein paar Jahren unglaublich gehypt worden. Ich kenne ganz wenige Unternehmen, die das dann tatsächlich auch irgendwie in der Form umgesetzt haben. Also es ist wirklich momentan so ein bisschen, das Wissen ist sehr, sehr dezentral in Unternehmen, je nachdem, wer sich mal über irgendwo so ein Projekt damit befasst hat. Aber es wird wenig strukturiert und systematisch nach vorne getrieben. Ja, das ist so mein Eindruck. Okay, ich glaube, wir haben jetzt doch noch eine Worte. Ja, wer will unbedingt? Naja, also ich wollte kurz einhaken. Also ich habe, um die Frage von dem Kollegen vorhin aufzugreifen, ich habe mir die Frage auch bis Februar diesen Jahres gestellt, weil ich eigentlich aus der Agenturwelt komme und jetzt seit Februar bei einem größeren lokalen Versicherer arbeite. Auf jeden Fall, da ist es ganz ehrlich gesagt so, ich bin auch da rein und gesagt, ja, warum laufen die Sachen nicht? Und ist doch eigentlich alles ganz einfach. Machst da ein bisschen, machst hier ein bisschen, bringst die Erfahrung aus der Agentur mit und merkst ziemlich schnell, dass du zum einen technisch an eine sehr, sehr starke Limitierung kommst, weil du einfach Systeme hast, die nicht in der Schnelligkeit mitgewachsen sind. Ja. Das heißt also, da ist gar nicht der Wille das Problem, sondern da ist einfach die Frage, wie schaffst du es, diese Bestandssysteme, die du hast, so schnell so umzubauen, dass sie quasi auch damit klarkommen, dass du sie jetzt in der Geschwindigkeit brauchst, dass du aus verschiedensten Datenpools irgendwie diese Informationen brauchst, um das und das abzubilden. Das heißt, der Wille ist da, aber ne, wie man es schon sagt, aber dann scheitert es einfach an diesem Punkt. Mhm. Und das Nächste, was dieses Dezentrale angeht, ist einfach, ja, es ist die schiere Größe. Sobald man einfach ein Unternehmen hat mit ein paar Tausenden von Mitarbeitern, dann ist es einfach so, dass es eine gewisse Form, ich will jetzt nicht sagen Wildwuchs gibt, aber es gibt viele Leute, die viele gute Ideen haben. Und es ist sehr, sehr schwierig quasi, das zu konsolidieren und zu sagen, und daraus machen wir jetzt genau eine Strategie, sondern man hat viele gute Ideen, die dezentral sich irgendwie selbst organisieren, weil sie es vorantreiben wollen, weil die Leute einfach sagen, ich will das jetzt auch ins Ziel bringen. Und sich eben nicht diesen großen Konzernstrukturen hingeben, was ja eigentlich positiv ist, was aber nach außen hin dann so ein bisschen chaotisch aussehen mag. Ja. Und das ist wahrscheinlich das Ziel, dann langfristig sagen, genau das dann irgendwie zu kanalisieren und für den Kunden auch greifbar zu machen. Also da würde ich vollkommen zustimmen. Und der Punkt ist auch so ein bisschen, wenn ich das noch sagen darf, wenn Sie über App-Entwicklung nachdenken, dann sind das ja zum Teil, sage ich mal, Beträge, die, sage ich mal, im fünfstelligen Bereich bis vielleicht im niederen sechsstelligen Bereich sind. Und wenn man aber über Großunternehmen IT nachdenkt, ja, dann reden wir da häufig über Beträge im zweistelligen, vielleicht sogar dreistelligen Millionenbereich. Und das ist natürlich so, dass wenn dann ein lustiges, agiles Entwicklerteam ist, was, sag ich mal, aus der Perspektive dieser Dinosaurier nur so eine Art von Frontend ist und die machen dann da irgendwie ganz tolle Ideen, wie man es weiterentwickeln könnte, dann kann man sich wahrscheinlich, das war diese Idee wie Break for Nobody, das heißt, wenn man das da so ein riesen Schiff hat, dann, genau, quasi die dann orientiert man sich jetzt nicht unbedingt an den Apps. Und letzter Punkt, was glaube ich auch ganz wichtig ist, man muss ja auch ein bisschen von der Historie sich überlegen, wo kam der Impuls her? Und es gibt ja diesen Begriff Consumerization of IT, dass man ja auch sagt, letztendlich waren die Apps und auch das ganze Thema Mobile so auch erstmalig eine Erfahrung, dass eben der Treiber für Innovation eben nicht von innen gekommen ist. Also früher war das ja so, die IT-Abteilung hat gesagt, wir stellen jetzt um von Windows 95 auf Windows 98 und dann haben alle gesagt, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Ja? Und jetzt auf einmal kommen eben ganz viele Menschen von außen, die sagen, ich habe da so eine App und das funktioniert doch super, warum funktioniert das im Unternehmen nicht? Das heißt, es dreht sich komplett um, dass auf einmal eigentlich die Anwender nicht mehr diese Angst haben, sondern sagen, warum geht das nicht? Also ich kenne das bei meinen Studenten, die nutzen da wirklich alles für
kollaboratives Arbeiten. Und wenn man die natürlich dann in Unternehmen reinsetzt, dann fragen die sich, warum geht das jetzt hier nicht? Aber ein Unternehmen hat eben andere Strukturen, auch eine andere Größe von IT-Systemen. Und da wird zum Teil eben auch so ein bisschen die IT sozusagen, treibt man dann vor sich her, haben eine ganz andere Rolle auf einmal sozusagen. Und ich glaube, das wird sich aber auch in den nächsten Jahren noch entwickeln. Tech Talk und Bier. sozusagen letzte Frage, Tillmann, bevor wir zum Networking übergehen können. Das ist eigentlich keine Frage, sondern nur eine kleine Anmerkung. Ich finde erstaunlich, wie wenig teilweise einfachste Optimierungen gemacht werden. Also woran ich das immer merke, ist, wie oft ich irgendwo Telefonnummern aus Webseiten in meine Telefoneingabe reinkopieren muss. Dabei ist es das Einfachste, einen Telefonlink zu machen, den ein mobiles Telefon versteht. Und es ist ziemlich frickelig, so eine Telefonnummer zu kopieren. Und ich glaube, das spiegelt ganz gut wider, wie wenig Punkt, einfach an mobile Nutzer gedacht wird. Ja, da haben wir direkt ein To-Do, das wir mit nach Hause nehmen können. Herr Professor Böhm, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Vielen Dank für die Einladung. So, und wer Bier mag, warm gibt's da und kalt hinten im Kühlschrank. Und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie noch ein bisschen hierbleiben, mit uns sich unterhalten, mit dem Professor Böhm Fragen, die Sie jetzt hier nicht stellen konnten, im Plenum stellen und uns ansonsten mit Ihren Erkenntnissen erleuchten. Cool. Danke. Okay.